Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit dem zweiten Tag der 12 Days of Anime. Und am heutigen zweiten Tag, da soll es mir ja um einen der Anime-Filme gehen, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Und um etwas genauer zu sein, nicht nur den ich gesehen habe, sondern den ich auch selbst übersetzen durfte und mit dem ja ganz viele Emotionen verbunden sind, einerseits aufgrund des Films selber, andererseits aufgrund ja, der Umstände, wie der Film entstanden ist, zu welchem Zeitpunkt er gelaufen ist, mit der Übersetzung, ich da fertig geworden bin und so weiter und so fort. Und zwar soll es mir um Violet Evergarden, Eternity and Auto Memory Doll, den Spin-Off-Film, gehen, der dieses Jahr ja am 2. und 3. August, also auf jeden Fall am 1. August-Wochenende, auch im Zuge der Animagic in Mannheim seine ja, Weltpremiere hatte, unter den tragischen Umständen, dass eben ja, wenige Wochen zuvor in Kyoto Animation, dem Animationsstudio, das sich ja für Violet Evergarden die Serie wie auch den Film verantwortlich zeichnet, dieser schreckliche Brandanschlag stattgefunden hat, bei dem ja etwa die Hälfte der in dem abgebrannten Gebäude sich befindlichen Personen, Mitarbeiter, Animateure und so weiter von Kyoto Animation ja dort ums Leben gekommen sind und das Ganze eben im unmittelbaren Vorfeld der Animagic, wo ja auch dann der Regisseur von der TV-Serie von Violet Evergarden zu Besuch hätte sein können sollen, aber dann natürlich aus verständlichen Gründen nach dem Brandanschlag nur in Anführungszeichen Yui Ishikawa als Sprecherin von Violet Evergarden und der Soundregisseur von dem Film, auf dessen Namen ich jetzt leider nicht komme, anwesend waren. Und ja, ich hatte die unglaublich große Ehre gehabt, dass ich diesen Film im unmittelbaren Vorfeld der Animagic übersetzen durfte. Ich hatte davor ja schon die Ehre gehabt, ich weiß nicht, ob man es hier entsprechend sieht, dass ich von Violet Evergarden von den DVDs und Blu-Rays, die von Netflix dann über Universum Anime ja auch auf DVD Blu-Ray gelandet sind, dass ich davon auch die Booklets, die in den Volumes drin sind, übersetzen durfte. Und da ich dann mehr oder weniger im Saft steckte, wenn man so will, von der Serie, wurde ich dann auch beauftragt, beziehungsweise wurde mir angeboten, den Film zu übersetzen, was ich natürlich unglaublich gerne angenommen habe, weil es war ja zu Beginn des Japanologiestudiums eigentlich schon mehr oder weniger mein Traum, dass ich irgendwann mal von meinem zum damaligen Zeitpunkt schon Lieblingsanimationsstudio Kyoto Animation mal ein Anime werde übersetzen dürfen irgendwann in Zukunft, dass ich das so schnell und auf die Art und Weise erfüllt, hätte ich mir nie träumen lassen können, dass dann dieses freudige Ereignis von diesen schrecklichen, tragischen Ereignissen in Japan überschattet wird, den vielen, vielen Opfern, die es gefordert hat, den Toten und natürlich den Schock, den die Überlebenden, die Hinterbliebenen und die Trauer, die sie da erleiden mussten, was das alles verursacht hat, ist natürlich mehr als nur ein kleiner Dämpfer, was die Freude dieses Projekts angeht. Und das war dann eher noch eine zusätzliche Motivation, nochmal umso mehr reinzustecken, um eben das, was eine mehr oder weniger, wenn man so will, Hinterlassenschaft von Leuten sind, die eben dann in diesem Jahr verstorben sind, von denen, wenn im Abspann ihre Namen stehen, man nicht mehr weiß, ob das jetzt welche von denen sind, die ja diesen Brandanschlag überlebt haben oder nicht. Diese ganzen Hintergedanken liefen dann eben im Zuge der Übersetzung des Films, gingen auch im Kopf rum. Aber ich habe schon länger geplant und leider noch nie geschafft, mein eigenes Video zu Kyoto Animation und meine eigene Verbindung oder was ich emotional mit dem Studio, seinen Werken empfinde, seit ich auf das Feld Anime generell gestoßen bin, habe ich im Prinzip schon ein Skript fertig, was ich bestimmt nochmal überarbeiten und vor allem kürzen würde. Aber für dieses Video will ich mir Zeit lassen und wenn es auch wieder 2 oder 3 Jahre dauert, aber es wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Wie gesagt, das Skript ist fertig, aber ich will es natürlich auch mit ein bisschen passenden und entsprechenden Szenen versehen. Deswegen darum soll es mir jetzt hier im Weiteren nicht gehen, sondern um den Spin-off-Film. Und natürlich als jemand, der es übersetzen durfte, habe ich den Film natürlich dann auch ausreichend oft gesehen und Violet Evergarden hat, glaube ich, ja auch in meine 12 Days of Anime des letzten Jahres mit einer Szene und in einer Folge von der TV-Serie geschafft, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark irre. Und auch dieser Film hat es wieder geschafft, an den emotionalen Strängen des Herzens zu ziehen. Und natürlich ist dann der emotionale Höhepunkt immer eher so ein bisschen gegen Ende des Films. Ich habe zwischen zwei Szenen hin und her
überlegt, aber letztendlich mich dann doch für das Ende des Films entschieden. Und bevor ich kurz darüber spreche, dann hier natürlich jetzt auch wieder an der Stelle die Warnung, Spoilerwarnung, ganz groß jetzt hier, dass ich über das Ende von dem Film reden werde. Bis jetzt gab es ja nur die Gelegenheit, den Film bei der Animagic zu sehen. 2019 jetzt, also in diesem Jahr. Die nächste Gelegenheit gibt es allerdings tatsächlich am 28. Januar. In einer Zusammenarbeit mit Kaze und Universum Anime wird in ausgewählten Kinos die Dub-Fassung, die deutsche Synchronfassung von dem Violet Evergarden Spin-off-Film auch nochmal in den Kinos laufen. DVD, Blu-ray sind noch nicht raus, deswegen könnte ich mich in Teufels Küche bringen, wenn ich von meinem Material, was mir zur Übersetzung zur Verfügung gestellt worden ist, hier irgendwelche Sachen einblende. Deswegen gehe ich jetzt, bin ich bei solchen Sachen mal ein bisschen vorsichtiger und blende hier nichts ein und rede tatsächlich nur über die Szene heute. Und deswegen jetzt hier also große Spoilerwarnung. Ich werde ganz kurz das Ende von Violet Evergarden umreißen und ihr habt noch 3, 2, 1 Sekunde, um den Spoiler zu überspringen oder eventuell, dass wir uns morgen wiedersehen. Denn ja, der Film ist insofern emotional, dass es um eigentlich wieder Familienbande geht, die gar nicht mal blutsverwandt ist, aber wo doch eine so enge Beziehung besteht zwischen zwei Figuren, dass es praktisch wie eine familiäre Beziehung ist, aber diese aufgrund von den gesellschaftlichen Umständen auseinandergerissen worden ist, aber sich dann eine der beiden Parteien bemüht, zu der anderen zurückzufinden. Um etwas konkreter zu werden, ja, die Isabella York oder Amy Bartlett, wie sie hieß, bevor sie in das Haus York aufgenommen worden ist, als Tochter eines Adeligen, der die Amy Bartlett mit einer, naja, wahrscheinlich Affäre hatte, und nachdem dann die anderen Töchter, Söhne von dem Adeligen gestorben sind, blieb keine andere Wahl mehr, als das etwas Ungeliebte oder Affärenkind in die Familie zu holen. Allerdings zu dem Zeitpunkt hatte Amy ja schon Taylor auf der Straße aufgelesen und die beiden haben ein Jahr, zumindest nach der Light Novel, im Film wurde es gar nicht zeitlich großartig in den Kontext gebracht, aber ein Jahr zusammen als große und kleine Schwester zusammengelebt, bevor sie auseinandergerissen worden sind. Und schließlich macht sich dann Taylor auf den Weg, der ja einen Brief von Amy bekommen hatte, nachdem Taylor dann schließlich in einem Kinderheim gelandet ist und dort weiter aufgewachsen ist, macht sie sich dann auf den Weg, das Postunternehmen von Hodgins zu finden, für das ja auch Violet Evergarden als Akora arbeitet. Und ja, möchte dann, er hat den Traum, Postbotin zu werden, weil eine der wenigen Erinnerungen an ihre Schwester und ein Memento, was sie eben hat, das wurde ihr von Benedikt, eben einem Postboten, damals gebracht. Und deswegen schätzt sie diese Arbeit als Postbotin so sehr und möchte eben selber auch Postbotin werden. Und zum Ende des Films hin haben wir dann eben die Situation, wo Benedikt recherchiert, wo sich, ja, Isabella York inzwischen aufhält, wohin sie verheiratet worden ist, nachdem wir in der ersten Filmhälfte ja noch gesehen haben, wie Isabella und Violet sich kennengelernt haben und zu Freundinnen wurden. Und letztendlich die Szene, wo dann von, nachdem ja Taylor gelernt hat, von Violet zu lesen und zu schreiben, den selbstgeschriebenen Brief mit Hilfe von Benedikt dann Isabella zu überreichen, was ein sehr kurz gefasster Brief ist, und manchmal ist es eben dieses Simple und Einfache, was dann eben von wirklich unglaublich starker emotionaler Resonanz ist, dass praktisch diese Verknüpfung zwischen den beiden Schwestern wiederhergestellt wird, indem Taylor einfach nur schreibt: Mein Name ist Taylor Bartlett, ich bin Amy Bartletts kleine Schwester. Und das war der ganze Brief, den praktisch Benedikt dann Isabella überreicht hat. Aber ja, also die emotionale Reaktion, nachdem dann eben Isabella sich eigentlich für immer schon innerlich mehr oder weniger verabschiedet hat von ihrer kleinen Schwester, weil sie jetzt eben im Zuge des Adels an einen Landesherrn, Grafen und so verheiratet worden ist. Dann allerdings eben die kleine Schwester sich bemüht, doch wieder in Kontakt zu treten, das mehr oder weniger das erste Lebenszeichen ist, was sie seit mehreren Jahren bekommen hat, und diese ganze Emotionsflut, die dann über sie schwemmen muss, das mit
den von Kyoto Animation gewohnten Animationen, der Emotionalität, dem Voice Acting, wie sie den Brief an der Stelle vorliest und wie wir dann letztendlich im Busch versteckt Taylor weinen sehen und sogar die emotionale Reaktion von Benedikt, der sich dessen gewahr wird und der auch schwer damit zu kämpfen hat, die Tränen zurückzuhalten, genau wie ich gerade hier. Ja, das war wirklich ein sehr emotionaler Moment gewesen dann und ja, musst du gucken, dass ich dann eben auch ordentliches Deutsch schreibe, dass dann werden mir selbst die Tränen da runterlaufen und mir das Sichtfeld verschwimmen, dass ich da dann keinen Stuss in die Übersetzung schreibe, wenn man so will. Und ja, da hat dann eben Violet Evergarden wieder mit den Stichen, den emotionalen Schüssen ins Herz voll zugeschlagen bei diesen Spin-off-Filmen mit dem ja, emotionalen Höhepunkt, dem Ende. Wundervoller Film gewesen mit mehr oder weniger zwei Parts, wenn man so will, Zeitsprung dazwischen, tollen neuen Charakteren mit Isabella und Taylor vor allen Dingen auch und einigen trotzdem auch sehr humoristischen Stellen wieder zwischendrin und eben diesen unglaublich tollen emotionalen Höhepunkt, der für mich den zweiten Moment der 12 Days of Anime 2019 hier in diesem Jahr darstellt. So, jetzt fällt mir ein, dass ich eigentlich einen der anderen Filmmomente schon vorbereitet nachgeguckt hatte, den ich heute reinnehmen wollte, aber es kam so über mich, gerade mit Violet Evergarden, dass ich das doch als Tag 2 gemacht habe. Ja, und das war's also dann mit dem zweiten Tag von den 12 Days of Anime mit Violet Evergarden, einer der vielen Filmmomente von den 12 Days, die noch auch in den nächsten Tagen werden folgen können. Wie gesagt, ich kann keine durchgehende Kontinuität der Uploads versprechen, leider Gottes, aber auf jeden Fall werden früher oder später die 12 Days of Anime kommen und wenn nach noch Weihnachten noch was kommt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Hoffe, ihr bleibt mir gediegen. Wünsche noch einen frohen dritten Advent heute und eine schöne weitere Vorweihnachtszeit. Eventuell sehen wir uns morgen wieder, allerspätestens später im Laufe der Woche, wenn sich die Videos doch verzögern sollten, entgegen meinen Plänen und Vorhaben. Ihr werdet schon merken. Und bis dahin sage ich wie immer, Matane. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.